never going back to black. Remember how you used to treat me? I ain't gonna play like that. And darling, you can keep me. We start a classic, we in a tragic. So, da grüß euch. Wir sind nicht in der Town. Der macht Tränk unter der Brücken. Das ist gerade Reviergrenze. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt noch ganz kurz am Abend her. Wir haben jetzt noch genau eine Stunde zum Fischen Zeit und es wird schon finster, weil man darf ja nicht bis Sonnenuntergang fischen. Ich probiere es trotzdem mit Gummifisch am Wobbler. Ein kleiner Blinker, dass ich jetzt noch verrühren kriege. Aber es ist eine irrsinnig schwere Partie, ich sage es euch, wie es ist. Weil ich das Revier nicht wirklich gut kenne. Wir waren einmal schon da, ein bisschen weiter oben. Jetzt sind wir da ein bisschen weiter unten bei der Brücke. Aber wir probieren es, haben wir gesagt, dann mögen sie, wenn wir ihn haben. Ich bin schon komplett nervös, weil wir müssen jetzt in die 1 Stunde noch irgendwie schauen, dass wir einen Fisch kriegen. Und wir das Video machen. Wir haben genau eine Stunde Zeit. Wir melden uns dann. Der Wasserschlange kann. Oh je, oh je, oh je, oh je. Hat sowas schon mal wer gesehen? Ich hab zugekurbelt. Auf einmal kommt eine Schlange entgegen. Alter Schwede. Alter, wer so schießt vor die Viecher. Leck mich mal, wir kriegen die weg. Ich hab keinen Bock. Pack, 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 pack. Nach langem Kampf mit der Schlange haben wir es jetzt endlich befreit gekriegt. Die hab irgendwie deppert gekagelt oder was, tut mir nicht leid. Jetzt habe ich es wieder irgendwie im Wasser ausgehängt, weil der Widerhaken ein bisschen gesteckt ist in der Haut. Jetzt ist er wieder weggeschwommen. Das hat uns jetzt, glaube ich, 10 oder 15 Minuten von der Zeit gekostet. Wir haben jetzt nur genau eine Dreiviertelstunde. Dann müssen wir einen Fisch präsentieren von dem Video, weil wir nicht so lange Zeit haben. Aber schauen wir mal, was noch geht. Man sieht jetzt da den Wickler, was man die Schlange gerade gemacht hat. Super optimal. Kann ich euch binden, kostet uns wieder Zeit. Aber wir schauen, dass wir einen kriegen. So, da, selbe Stö, die Schlangenstelle. Da ist mir ein kleines Berschl aufgefahren auf dem Gummifisch. Geil, dass die Jungs auch noch aktiv sind um die Zeit. Geil gefärbt, lässig, voll hinter die Steine. Ist schon wieder ausgezahlt, oder? Leihwand. Wir dann weiter, wir haben wenig Zeit, wir müssen noch eine Röhren kriegen heute. Petri Heil. Viele Leute sagen ja, dass Fischen kein Sport ist. Aber durch das, dass wir so wenig Zeit haben, wenn wir noch bis Sonnenuntergang fischen dürfen, haben wir gesagt, jetzt rennen wir eine Runde. Gut, dass ich meine Nike gezogen habe. Auf geht's. So, jetzt habe ich einen Krebs. Schaut euch das an, jetzt habe ich einen Krebs. Dann lasst mich Gummifisch nicht aus. Das ist ein Witz, oder? Ich bin wegen einer Verröhnung und nicht wegen Schlangen und Krebs. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lässt er ihn aus. Der war. Ich kann gerade zu meinem Gummifisch wieder hergeben, ich weiß es nicht. Hallo! Danke. Wahnsinn. Wahnsinn. Krebs habe ich noch nicht erwischt. Weiter geht's. Jawohl, das ist Leihwand. Jetzt haben wir da gerade auf einer richtig geilen Stelle. Da kommt ein bisschen Wasser und das spült da so ein wenig auf. Und da habe ich gerade den Ding da ein paar Mal reingelassen und dann hat es gleich wieder einen Schnalzer gemacht. Ein Berschl, lässig, geile Farbe. Gleich wieder rein, ich will nämlich verrollen. Letzter Fisch für heute. Wieder mal so ein depperter Signalkrebs. Wie man sieht, sind in der Traun eine irrsinnige Plage. Eine irrsinnige Plage, weil Karpfenfischer, die was mit Beule fischen oder Mais fischen, haben überhaupt keine Chance, dass der Köder am Boden bleibt. Weil da kommen dann genau die Jungs und dann fressen sie genau alles runter vom Hohen. Wiederum zeigt es trotzdem, dass die Traun eine super geile Wasserqualität hat, sonst fahren sie nicht drinnen. Aber für einen Spinnfischer, wie für mich, ist das eigentlich wurscht. Ab und zu, wenn ich Jiggen tue, dann ab und zu hagelt der einen mit oder er hält sich fest mit der Schere und lässt er gar nicht mehr aus. Und ein ganz guter Tipp, wer gern solche isst, kann ich nur empfehlen. Da ist gerade so eine alte Dame gekommen, die hat da glaube ich gerade irgendwas mit 1000 solche Krebs
Überreste reingehauen. Die sind anscheinend ziemlich gut zum Essen, muss ich auch mal probieren. Aber es war lässig auf der Traun. Viel gefangen haben wir nicht, außer Schlangen, zwei Krebs, zwei Barsch. ist ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Aber es war trotzdem ein cooler Abend. Wir kommen sicher nochmal her und checken das ein bisschen länger aus und weiter aus und kommen ein bisschen früher, dass das Video ein bisschen länger wird. Ich werde auch in Zukunft meine Videos ein bisschen mehr erklären. Das ist auf Wunsch von anderen Leuten gegangen. Sie haben gesagt, dass ich ein bisschen was erklären, zu Ruden, ein paar Techniken wieder. Und das machen wir in Zukunft auch wieder. Somit verabschiede ich mich und der Gaps verabschiedet sich auch. Servus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.